Hallihallo und willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung von mir, dem guten Sada. Also, heute geht es um Better Furnaces, wie man hier auch so schön sieht, danke Weiler. Und zwar fügt er diese neuen, verbesserten, wie der Name schon sagt, Furnaces ein. Also neue Öfen, 5 Stück an der Zahl. Plus ein paar Upgrades, deswegen steht da noch ein einzelner noch warum. Daran zeige ich dann noch ein paar Upgrades und hieran auch. Und was machen sie? Nun, hier ist, seht ihr zum Beispiel aufsteigend. Ihre Schnelligkeit, denn zunächst einmal sind sie von Grund auf schon schneller als der normale. Und hier seht ihr Iron Furnace, dann kommt der Goldene, dann der Diamant, dann der Hell und der schnellste ist der Extreme Furnace, wie der Name auch exakt Extreme. Das gucken wir uns mal an, indem wir uns hier anhand von Eisenerz, ich habe mich einfach mal für Eisenerz entschieden, weil Eisen schmelzt man ja sehr oft, da kann man das gut einschätzen. Hier sehen wir die normale Geschwindigkeit. Bam. Also Standard Minecraft. Hier sehen wir die Iron und die ist schon ein bisschen schneller, wie man sieht. Und ja, da müssen wir jetzt erstmal durch. Gehört mir dazu. Der Gold. Noch etwas schneller. Seht, der lohnt sich schon. Der Diamantene. Noch schneller. Der war fast sofort fertig, der Hell's Furnace. Und der Extreme ist nochmal schneller, wie ihr gesehen habt. Bam. Kann ich hier auch die Hälfte reinlegen, dann seht ihr das. Bam, bam, bam. So. Dann die Rezepte. Machen wir uns einfach mit NEI. Hier seht ihr einfach das drumrum. Aber ich kann das auch noch schlauer machen. Wollte nicht die Fenster alle angucken, die haben wir nämlich hier drin. Dann haben wir hier den goldenen. Da braucht ihr dann den Eisenfurnace mit Goldumrandung. Hier braucht ihr den Gold mit Diamant für die Diamantinnen. Und ein bisschen Glas, also das braucht nicht ganz so viel Gold. Diamanten, wie man Gold braucht. So rum. Dann den Hellfurnace. Da braucht ihr schon sehr viel Diamanten. Nächster Block TNT und das ist ja kein Problem, aber zwei Diamantblöcke ist schon nicht wenig. Und den Extreme Furnace, der wird richtig teuer mit einem Nether Star. Wir müssen ja also einen Wizard fürs Killen und Endstone, also im End sollte die auch gewesen sein. Außer ihr habt eine Mod, der sich das so bringt. Und Eye of Ender natürlich. So, das sind die Grundfunktionen und die Grundrezepte. Dann hat dieses nette Ding auch noch schöne, wir ordnen hier mal kurz, sorry, Upgrades. Fangen wir mal mit dem Storage Upgrade an. Den habe ich extra alle da reingelegt, damit ich ihn nicht vergesse. Ihr seht ja, so sieht der Furnace jetzt aus. Wenn ich jetzt den Storage Upgrade mit Ducken und Rechtsklick reinmache, dann haben wir hier einen Platz mehr. Wir können also mehr Kohle reinlegen, ein Stack mehr Kohle und ein Stack mehr Erze oder was auch immer ihr da schmelzen wollt. Sand geht ja auch und so weiter. Kram. Ihr wisst Bescheid. Das ist das Storage. Das lässt sich auf jeden Furnace anwenden. Und wenn ihr den Furnace abbaut, ich weiß noch nicht, ob das im Creative passieren wird. Doch, im Creative sogar auch. Habt gesehen, es ploppte das Storage Upgrade auch raus. Hier ist es hingeflogen. So. Dann gehen wir zum nächsten. Das packen wir, ne. Oh ne, warte, ich pack's mal da rein. Dann mache ich das nicht doppelt, aus Versehen. Das Color Upgrade. Tja, ihr legt es rein. Und ihr seht, es ist nichts passiert. Also, Rechtsklick mit Ducken. Und dann könnt ihr hier eine Farbe einstellen, die man leider nicht in der Vorschau sieht. Na doch, da unten in der Vorschau. Das rede ich aber Blödsinn. Unten ist die Vorschau. Mensch, ich bin blind. Hier könnt ihr eine schöne Farbe einstellen. Machen wir mal lila einfach. Dann Rechtsklick und da reinlegen. Dann ist er lila. Den könnt ihr leider nicht mit Ducken Rechtsklick so reinmachen. Schade. Denn das nimmt euch einen Platz weg und ihr habt nur 3 Upgrade-Slots. Warum das wenig ist, werdet ihr noch sehen. Denn wir kommen jetzt zu dem Liquid Fuel. Wenn wir dieses nette Ding hier reinlegen, haben wir hier einen neuen Slot. Wofür ist dieser Slot? Ganz klar. Für diese Lava. Denn ihr könnt jetzt hier Lava reinfüllen. Indem ihr erstmal die Kohle da rausnehmt und dann das hier reinlegt. Und dann ist hier ein Eimer drin.
Jetzt das gehen vier Eimer rein, wie ihr sehen würdet. Und der vierte. So, dann ist alle. Wenn ihr dann noch einen reinlegt, bleibt er drin. Bis eben ein Eimer Lava aufgebraucht ist. Und dann habt ihr gleich Nachschub drin sozusagen. Der Vorteil davon ist ganz klar. Erstens habt ihr vier Lava-Eimer drin. Zweitens wird auch nicht ein Eimer Lava, wenn ihr zum Beispiel nur ein Eisenerz habt. Wenn ihr sonst so einen Lava-Eimer drin habt, dann wird der sofort der komplette Eimer aufgebraucht. Hier ist das aber nicht so Fall. Es wird nur prozentual zu dem, was wirklich verbrannt wird, Lava verbraucht. So, das hätten wir. Ist zurück. Dann haben wir hier noch die Fuel Upgrades. Und dann habe ich noch welche vergessen sogar reinzulegen. Was machen die? Augenscheinlich macht das gar nichts, wenn man es reinlegt. Aber das erhöht die Effizienz von allem, was ihr in diesen Fuels dort reinlegt. Auch von Lava. Wo war die Lava? Hier. So. Das heißt, es ist doppelt so viel wert. Also es kann doppelt so viel verbrennen. Eine Kohle kann doppelt so viel verbrennen wie sonst. Ein Eimer Lava kann doppelt so viel verbrennen und so weiter. Erklärt sich eigentlich von selber. Der Nachteil von diesem einfachen Fuel-Effizienz-Upgrade ist, das ist nur, hab ich mir aufgeschrieben, 128 Items verbrennt. Dann ist es alle. Er steht so auf der Website, ich schätze also 128 Kohle oder 128 Sticks sind dasselbe. Seid damit also vorsichtig, denn das Ding ist auch nicht gerade billig, wie ihr seht. Braucht viel Lapisblöcke, Enderperlen und Kohle. Dann haben wir dieses Advanced. Das erhöht nicht die Effizienz der Kohle oder so, das verdoppelt auch nur den Wert sozusagen. Aber dieses Ding wird niemals kaputt gehen. Ihr seht, wenn wir jetzt hier was reinlegen, da erscheint so ein Balken und der, wenn das weg ist, dann ist das Upgrade auch kaputt und weg. Und mit dem Ding wird das nicht passieren. Legen wir kurz was rein. Boom, ihr seht, kein Balken erscheint. Das ist unendlich haltbar. Dann haben wir noch dieses Ore-Upgrade. Das könnt ihr auch genauso hier reinlegen. Gehen wir das mal wieder raus. So. Auch das verdoppelt den Wert, aber diesmal von dem, was ihr hier oben reinlegt. Also von Erzen. Aus einem Erz bekommt ihr zwei Ingots. Es geht nur von Erz. Ich glaube, Sand wird nicht verdoppelt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube nicht. Aber wozu haben wir Creative Mode? Wir können es testen und da wird nur ein Glas rauskommen. Jawohl. So wie es sein soll. Dieses Ding reicht für 512 Ingots. Also wenn ihr 512 Ingots gemacht habt, dann ist das soweit aufgebraucht. Und auch da gibt es das Advanced. Ist auch nur dafür da, dass es unendlich hält. Also wenn ihr euch das macht, seid ihr für immer und ewig raus. Dann gucken wir uns erstmal. Wo habe ich jetzt das andere? Hä? Ach, da unten. In der Linksleiste. Das wird so hergestellt, ist also ziemlich billig, kann man schnell und einfach herstellen. Das Advanced ist da schon sehr viel teurer. Aber geht immer noch, würde ich sagen. Kann man immer noch machen. Also das ist nicht so teuer, wie zum Beispiel das Advanced von dem hier. Das hatte ich gar nicht gezeigt. Das ist schon ein bisschen teurer, geht aber auch noch. Aber egal. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit, seine Erze und alles Mögliche zu verdoppeln. Und damit sind wir mit diesen Upgrades fertig. Und kommen zu den etwas besonderen Upgrades. Das machen wir weg. So. Siehst du, hier habe ich mir vorsichtshalber was reingelegt. Das Auto-Input-Upgrade, das Auto-Output-Upgrade und das Factory-Upgrade. Was machen die? Erstmal müsst ihr Rechtsklick machen und auf den Ofen. Dann, oder könnt ihr auch irgendwo anders? Ah, ihr könnt irgendwo einen Rechtsklick machen, gar nicht mal auf den Ofen. Könnt ihr hier einen Input einlegen? Was heißt das? Angeben. Was heißt das? Und zwar, lassen wir auf Left. Dann packen wir es rein. Wie gesagt, dieses Upgrade muss hier drin sein, das funktioniert nicht. Dann können wir hier eine Kiste
daran, was ihr angegeben habt, hinstellen. Also hier, Left heißt links. Und Input bedeutet alles das, was hier oben reingelegt wird. Ihr seht, er schnappt sich jetzt alles aus der Kiste automatisch und packt es hier rein. Mal zeigen. Wenn wir das Upgrade rausnehmen, hört er damit auf. Bup. Wenn wir das reinlegen, macht er weiter. Soweit, so gut. Dann nehmen wir uns das mal wieder zurück. Haben wir das Auto-Output-Upgrade. Und ihr könnt euch schon denken, macht dasselbe nur mit dem Output. Legen wir das mal hier rein. Na doch, können wir ruhig machen. Und dann nochmal Kiste. Ah, da hinten war sie. Und dann, wenn wir jetzt hier etwas reinlegen, natürlich brauchen wir dafür auch Kohle, da schnappt er sich das. Machen wir mal einen Kohle rein. Ihr seht, ich habe extra einen langsameren genommen, damit es nicht ganz so schnell geht. Hier seht ihr nichts drin, weil er packt es automatisch in die Kiste hinein. Ziemlich einfach, sehr praktisch, frisst aber auch einen weiteren Slot. So, du kommst mal wieder raus, reicht. Die beiden nehme ich raus, denn wir kommen jetzt zum wesentlich besseren Factory Upgrade. Ach ne. Ducken vergessen. Hier haben wir Output, Input, was wir eben schon hatten, und noch einen Fuel Input. Das heißt, es vereint nicht nur die anderen beiden in sich, sondern hat noch eine extra Fähigkeit. Das lassen wir mal auf Left, hier machen wir wieder Right. Hier können wir Back, ihr könnt auch Top oder Bottom einstellen, das ist euch komplett überlassen. Wenn wir jetzt hier eine Kiste hinstellen und da Kohle reinmachen, passiert noch nichts, weil wir das Upgrade noch nicht drin haben. Packen wir es rein, holt er sich die Kohle aus der Kiste. Ebenso holt er sich das Zeug. Hä? Habe ich das falsch eingestellt? Ja, bestimmt das Falsche gemacht. Also wieder rausholen. Ja, Output und Input war falsch rum. So rum. Eigentlich vertan. Das ist gut. Dann können wir das reinlegen. Und so könnt ihr eine Menge Zeug schmelzen, ohne Hopper hinzubauen, ohne irgendwas anderes hinzubauen. Geht ziemlich easy, wie ihr seht. Einfach reinlegen. Hinten genug Kohle drin. Und das war's. Ihr könnt auch Lava machen. Ich will mal den Eimer bitte. Und das, danke. Wenn wir jetzt das hier rausnehmen, das Upgrade dazu legen, seht ihr gleich folgendes. Und zwar holt er sich den Lava-Eimer und packt es hier rein. Ist nur blöd. Er lässt das da drinnen, den Eimer. Das funktioniert also nicht automatisch. Da müsst ihr schon selber immer danach gucken. Naja, kann ja, man kann ja auch nicht alles haben. Auf jeden Fall. Aber theoretisch, das teste ich jetzt. Das ist mir gerade eingefallen. Haben wir das hier irgendwo? Muss ich mir das holen? Ja, ich glaube, ihr wisst schon, was ich jetzt vorhab. Das weiß ich ehrlich nicht, ob das funktioniert. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen bisher. Lauf bitte, danke. So, du wirst verdoppelt. Dann holen wir uns ein paar Lava-Eimer. Das kann ich jetzt weg, glaube ich. Ach, da muss ich wieder einzeln klicken. Nervig. Ich weiß nicht, wie schnell das funktioniert, deswegen mache ich mal mehrere. Aber nein, es funktioniert nicht. Ich hätte gedacht, es stackt vielleicht dann hier rüber. Aber da weigert er sich. Also mit Lava werdet ihr das nicht hinkriegen, aber wenn ihr Kohle oder Stickies nehmt oder sowas, dann funktioniert das hier auf jeden Fall automatisch. Und dann sollte ich noch zeigen, wie die hergestellt werden, ne? Das Output wird so hergestellt. Das Input machen wir so, mit einem Diamanten. Ist schon ein bisschen teurer. Und das, was alles kann, ist sehr teuer mit so vielen Diamanten. Und das war's.
Das war's dann mit dem Mod. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr praktisch. Vor allem, weil er einem auch sehr viel Minenarbeit erspart, dadurch, dass er die Erze verdoppelt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss.